Gerade dieses Gefühl loszulassen, gibt einem ein Riesengefühl von Freiheit. Sonny Höhenscheid, geboren auf Sylt, dreimalige Weltmeisterin im Stand-Up-Paddling. Surferin, Künstlerin, Freigeist. Ein Leben auf der Welle. Das Meer bestimmt ihren Lebensrhythmus. Tja, das Lebensgefühl in der Familie Höhenscheid ist ein Leben, was sich eigentlich nur ums Wasser dreht. Ja, ich glaube, durch unsere Venen fließt Salzwasser, weil wir wirklich alle sehr verbunden sind mit dem Meer. Sonny Höhenscheid, eine von drei Töchtern des ersten deutschen Windsurf-Profis Jürgen Höhenscheid. Der bereist in den 1970ern und 80ern Jahren mit Segel, Brett und Familie den ganzen Globus, um sich mit den besten Windsurfern der Welt zu messen. Auch mit den Surflegenden Björn Dunkerbeck und Robbie Nash. Jürgen Höhenscheid, der war ja Profi-Windsurfer, als ich angefangen habe. Ich kenne ihn schon, seit ich 13 oder 14 Jahre alt bin, und Sonny gekannt, als sie noch Babys waren sozusagen. Die Sonny ist eine super Wellenreiterin und ist halt bei den Stand-Up-Paddlern in die Welt Elite. Sonny ist super fit, sehr nett, ein super Körper, ganz guter Körper. She's cool. Am Wochenende paddelte Sonny Höhenscheid am anderen Ende des Planeten. Beim Weltcup auf Tahiti belegt sie den ersten Platz. Doch ihr großes Ziel ist, Ende Juli wieder die Weltmeisterschaft vor Hawaii zu gewinnen. Das ist das härteste Open Ocean Race der Welt. Und ich habe es vorletztes Jahr zum dritten Mal in Folge gewonnen und habe eine unheimliche Lust, Motivation, da eben auch wieder mitzumachen. Aber man weiß halt nie, was passiert bei so einem Rennen. Das Wichtigste ist halt, dass man sein Bestes gibt und wirklich sich auf dieses Rennen einlässt und mit einem freien Kopf reingeht, mit einem offenen Herzen und einfach alles gibt und mal sehen, was passiert. Hauptsache auch Spaß haben. Mit dem Spaß ist das so eine Sache. Die Strecke liegt vor der Küste von Hawaii zwischen den Inseln Molokai und Oahu und ist 52 Kilometer lang. Eine Tortur. Hitze, Wellen, Wind und Haialarm. Die gehören einfach dazu, die Haie, genau wie die Delfine und die fliegenden Fische auch. Über die freut man sich ja auch, und es ist auch ein Erlebnis, wenn man gerade mal so einen 14-Fuß-Tigerhai sieht, der unter einem durchschwimmt und einfach neugierig ist, was man macht. Da kommt ja nicht gleich an, um einen aufzufressen. Also Angst habe ich nicht. All diese Erlebnisse verarbeitet sie in ihren Bildern. Malen ist ihre zweite große Leidenschaft. Egal, wo sie gerade ist, ihre Acrylstifte sind immer dabei. Die Kunst ist für mich wie Tagebuchschreiben von meinen ganzen Reisen, meinen Erlebnissen, mein Leben. Es gibt mir einen unheimlichen Frieden. Ihre innere Ruhe findet sie auch auf ihrer Heimatinsel Sylt. Doch hierher schafft Sonny es nur noch selten. Ihre Kunst ist aber allgegenwärtig. Im August findet die dritte Vernissage statt. Und in der Hofgalerie in Westerland schmücken ihre Bilder eine Dauerausstellung. Sie hat schon eine Fangemeinde, das hat man also auch auf ihrer Vernissage gemerkt. Die ist schon ganz beachtlich für jemand, der erst gerade anfängt. Sie ist ja auch noch so jung, sie kann noch viel bewegen auf dem Kunstmarkt. Auch zu Hause auf Fuerteventura ist sie nicht nur auf dem Wasser, sondern auch künstlerisch tätig. Vater Jürgen konstruiert und baut Bretter in seiner Werkstatt für erlesene Kunden weltweit. Und Tochter Sonny veredelt die Boards mit ihrer Malerei. Sonny Höhenscheid zwischen Leichtigkeit und Leistungssport. Über allem steht für sie die Mission Weltmeisterschaft. Aber alles mit ganz viel Gelassenheit und noch mehr Spaß. Ich kann wirklich hundertprozentig sagen, dass ich meinen Traum lebe.